gewachsene Innenverteidigerin. Hansen, Guru reiten, 0:1, vierte Spielminute. Was für ein Auftakt hier in Wiesbaden. Klasse in Szene gesetzt von Caro Hansen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber genau durchs Zentrum der deutschen Defensive. Schnelles, direktes Spiel der Norwegerinnen. So, hier noch der abgewehrte Ball von Leonie Meyer. Zweite Ball geht an Caro Hansen. Und dann kommt Nummer 1 im norwegischen Tor, seit Ingrid Hjelmset ihren Rücktritt nach der WM bekannt gegeben hatte. Kopfballversuch und der Nachschuss ist im Tor. Achte Minute. Ausgleich. Wir schauen noch mal hin. Laura Freigang mit links. Die hat einfach den Torriecher. Jawohl. Stark gegengearbeitet von Delbritz. Klasse Balleroberung. Keine Abseitssituation. Dallmann! Und Führung. 17. Spielminute. Deutschland führt 2:1. Das ist aber mal ereignisreich hier in dieser Anfangsphase dieser Partie. Und Linda Dallmann erweist sich erneut als treffsicher. Klasse Ball hier von Debritz. Im genau richtigen Moment rausgelöst. Also Sophia Kleinherne übernimmt die Innenverteidigerposition von Hegering. Und das ist Krumbiegel. Und das ist das Tor. Zum 3:1. Da hat sich aber ganz plötzlich eine Lücke aufgetan. Paulina Krumbiegel nutzt sie wirklich kaltschnäuzig. Ihr zweites Länderspieltor. Das wird ihr Auftrieb geben. Das wird ihr gut tun, nachdem sie gegen Australien noch so